Hallo und guten Abend. Freitag, 22 Uhr, Zeit für Betrifft, die Begegnung bei Böttinger. Es war einmal ein junger, blonder, gut aussehender Mann, der sollte Import- und Exportkaufmann werden. Aber er besuchte einen Abend mit Will Quadflich und beschloss, das will ich auch, das kann ich auch. Und so wurde aus diesem gut aussehenden jungen Mann die Verkörperung des Bösen. Er spielte seitdem, das ist ein paar Jahre her, in annähernd 500 Fernseh- und Filmproduktionen, in unzähligen Theateraufführungen. Und eines war immer klar und gilt sicherlich auch für heute Abend: Wenn er kommt, wird's spannend. Betrifft Horst Frank. Ich freue mich, dass Sie da sind. Begrüße Sie. Hallo, toll. Ja, normalerweise Horst Frank mordet für Deutschland. Heute Abend spricht er für sich selber. Unser Fragebogen. Alter? Ja, soll ich sagen. Nicht erschrecken, 66. Größe? Ich war mal 1,82, aber ich schrumpfe inzwischen. Gewicht? 82 Kilo. Sternzeichen? Zwilling. Haben Sie einen Talisman? Ja, um halt. Soll ich es freimachen? Ja, ich weiß nicht, was rauskommt. Mal gucken. Aha, was ist denn das? Ich liebe dich heute so wie morgen, steht da drauf auf Französisch. Ich frage jetzt nicht, von wem das ist. Was ist bei einer Frau am wichtigsten? Sinnlichkeit, Treue oder Intelligenz? Alle drei Dinge, bitte. Mhm. Womit haben Sie als Junge, als Kleine am liebsten gespielt? Da mein Vater aus der Porzellanbranche kam, mit Porzellanelefanten, mit Porzellanfiguren. Also alles sehr vorsichtig. Ich habe auch nichts zerrupft. Vielleicht habe ich mal was fallen gelassen. Den Elefanten, ja. Welche Frau dürfte Ihnen am ehesten ein Geburtstagsständchen bringen? Liza Minnelli, Gianna Nannini oder Montserrat Caballé? Gianna Nannini. Klasse, hätte ich auch gesagt. Nannini, Italien. Wo haben Sie Ihren ersten Kuss bekommen? Oh Gott. Ich glaube, das war irgendwo im Bayerischen Wald. Können Sie kochen? Ja, und wie? Sehr gut sogar, ja, ohne mich zu loben. Aber in welchem... Entschuldigung. Nee, bitte, ich würde Sie mal einladen. Ja, gerne. Mhm. In welchem Land würden Sie am liebsten wiedergeboren werden? Auf einer Insel, wo es keine Autos gibt. Spieker Oak? Ja, würde mir gefallen. Da scheint die Sonne jetzt nicht so oft, aber egal. Die größte Qual für Sie, eine Steuererklärung, Hosenbügeln oder ein Tag ohne Nikotin? Ein Tag ohne Nikotin. Da werden viele sagen, kann ich verstehen. Führen Sie manchmal Selbstgespräche? Ja doch, in diesem Alter brummelt man schon ab und zu mal vor sich hin. Sie brauchen, Herr Frank, dringend Entspannung. Wo würden Sie sich am ehesten anmelden? Yoga an der Ostsee, Tantra im Allgäu oder Makramee im Münsterland? Nein, Yoga an der Nordsee. Mhm. Ihr Mittel gegen Schlaflosigkeit? Pillen. Entwaffnend offen. Führen Sie Tagebuch? Nein. Man will meine Memoiren unbedingt haben, aber ich komme nicht voran. Ich erlebe jeden Tag so viel und habe so viel aufzuarbeiten. Und möchte das auch gerne ein bisschen nach meiner Art machen und nicht so viel über den Film reden. Wir sind gespannt. Ja, da bleiben höchstens 8 Seiten übrig für den Film. Was hassen Sie am meisten? Krümel auf dem Teppich, ungemachte Betten oder überquellende Aschenbecher? Das war mal vor vielen Jahren meine Äußerung. Wenn Gäste kamen, habe ich sie erst gefragt, krümeln Sie? Ehrlich? Ja, ehrlich. Das ist jetzt ein Zufall. Das ist, ja. Und wenn die gesagt haben, ja, wurden die wieder rauskatapultiert oder wie? Ja, dann habe ich irgendwas drunter gelegt. Sie sind ja ein ganz penibler. Das haben wir nämlich rausgerichtet, Herr Frank. Wir gehen darüber, dass Sie ein ganz, ganz ordentlicher sind. Ist das irgendeine frühkindliche Störung oder wie kommt das? Sie bitte. Ja, ich weiß nicht. Dankeschön. Ich habe meine Hosen nie von meiner Mutter und meine Hemden nie von meiner Mutter bügeln lassen. Ich habe das immer selber gemacht. War das nicht gut genug? Doch, das war schon gut genug, aber ich weiß nicht, ich war sowas von überzeugt davon, dass ich es besser mache. Und habe ich dann ganz einfach getan. Spüren Sie denn den zwanghaften Drang, wenn Sie irgendwo Krümel sehen, die wegzumachen? Das ist vorbei. Wie haben Sie das bearbeitet? Ich weiß nicht, das hat wohl Mutter Natur gemacht. Sie hat mich ein bisschen in der Richtung dann geführt und gesagt, nun lass es doch so, wie es ist. Das Einzige, was mich noch stört, sind volle Aschenbecher, weil das schlechte Gewissen erweckt wird. Aber sonst... Heute dürfen Sie rauchen. Ich danke Ihnen. Oh! Dankeschön, Achim. Vielen Dank. Bei Horst Frank ist es so, jeder denkt automatisch, und Sie sind wirklich weltberühmt, an den Bösewicht. Ist das manchmal lästig? Naja,
Schauspieler sind seit jeher typisiert gewesen. Ob das jetzt Heinrich George war, ob das Bassermann war, ob das Hans Albers war, ob das Willy Berge war. Typen waren sie alle mehr oder weniger. Wenn sie ein guter Typ sind, spielt das auch gar keine Rolle. Es ist nur insofern lästig, weil man irgendwann nicht mehr weiß, wie man die Leute umbringen soll. Irgendwann erschöpft sich das. Ja. Leichen pflasterten seinen Weg. Wir haben ein paar Ausschnitte für Sie zusammengefasst. Bitte. Oh ja? Hast du ihn umgebracht? Bleib sitzen! Eine ganz schöne Karriere, Bimbo. Das ist ja entsetzlich. Lachen Sie doch nicht so dumm! Sie Reservist, das ist er! Hä? Wer ist denn das da? Hört sind redlich, wenn Sie gestatten. Why don't we fly away, hand in hand against the sky? Why don't we fly away, you and I? Far away to a place where the time is on our side. Why don't we fly away, long gone, long gone. All the best to you. Enjoy your stay. Bye-bye. Der Pfahl, der einsam war, weil die Möwe ihn verließ. Siehe nun kettet jemand sein Boot an ihn. Warst du allein? Wahrscheinlich nicht, ich bin ein geselliger Mensch. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du Mädel hast oder ob keins. Hier ist noch ein Stück St. Pauli übrig geblieben. Das ist die Ritze von meinem Freund Hanne. Wer noch niemals in lauschiger Nacht. Der Junge hat das Lachen, Anatol. Das Lachen, das Sympathien weckt, das die Herzen öffnet. Sie wollten unbedingt Schauspieler werden, mit aller Gewalt, als Sie sich entschlossen hatten. Was war denn größer? Ihr Selbstbewusstsein, ich schaffe das, oder Ihre Wut, ich will das machen, was ich endlich machen will? Es war, glaube ich, von beiden ein bisschen. Und es war vor allen Dingen, glaube ich, eine ganz versteckte Sache. Ich bin ja in diesem sogenannten tausendjährigen Reich aufgewachsen. Und fand dann heraus, dass die Schauspielerei eigentlich ein Beruf war, wo man Meinungen von sich geben konnte, die zwar nicht die eigenen waren oder verdeckte eigene Meinungen waren, ohne dass einem nun geradezu sofort an den Kragen gefahren wurde. Ich glaube, das war einfach ein Mitteilungsbedürfnis, ein Absorbieren der Vergangenheit und der Kindheit vor allen Dingen, der jungen Jahre. Und ja, es war der Wunsch und ich habe gesagt, ich will es. Ich will es unbedingt. Ich war nie im Zweifel, dass ich die Begabung nicht hätte. Also heute ist es schon wieder anders. Also heute zweifle ich manchmal dran. Aber was heißt Begabung? Begabung ist eine Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Sicherlich. Der überwiegende Teil dieses Berufes ist, ich würde schon sagen, zu 96% Transpiration und nur der Rest ist Inspiration und nicht umgekehrt. Und Begabung hat auch mein Metzger, sonst würde ich bei ihm nicht kaufen. Ja, ja, der spielt natürlich nicht, höchstens mit dem Leben seiner Tiere. Herr Frank, Sie haben von sich selber gesagt, ich war ein Kind der Liebe. Ja. Was haben Sie damit gemeint? Ja, meine Eltern waren nie verheiratet, hatten also eine ganz moderne Ehe geführt nach den heutigen Gesichtspunkten und ich war ein Wunschkind. Sie hatte diese Ehe kein modernes Ende, sondern ein sehr trauriges. Ihr Vater war... Nein, überhaupt nicht. Es ging damals um einen sogenannten arischen Nachweis und der war nicht nachvollziehbar. Und da sind die beiden dann auseinandergegangen. Ihr Vater war plötzlich weg? Der war weg plötzlich, ja. Wie lange haben Sie gebraucht? Nicht, er war nicht weg aus meinem Leben. Ja, aber... Nicht, er war nur räumlich weg. Haben Sie ihn vermisst? Ich habe ihn ein-, zweimal die Woche besucht. Ich habe ihn sehr vermisst. Ich hatte ein ganz eigenes Verhältnis zu meinem Vater, er auch zu mir. Er redete noch weniger als ich. Ich meine jetzt mal von der Sendung abgesehen. Ja. Aber er war eigentlich ein großer Schweiger. Diesen Titel habe ich dann irgendwann übernommen. Und
Wussten Sie damals, Entschuldigung, Herr Frank, wussten Sie denn als Junge, warum er weggegangen war? Ja, der Grund war dieser sogenannte arische Nachweis, sonst hätten die Eltern sicherlich geheiratet. Und sie haben sich bis zu ihrem Tode noch geliebt. Wie haben Sie denn das für sich behalten? Konnten Sie da mit Freunden drüber reden? Oder? Nee, nein. Sie haben es in sich reingefressen? Ja. Da war er, der große Schweiger, ja, oder der kleine Schweiger? Ja, ja. Ein herber Verlust. Und das sind einfach auch Erlebnisse, die Begegnungen, Erlebnisse, die hängen bleiben und die einen Menschen formen, wenn man sie durchlebt und nicht sie verdrängt oder so. Sie haben gesagt, dass Ihre Eltern sich trotz dieser Trennung bis zu ihrem Tod geliebt haben. Ja. Aber Sie hatten dann auch irgendwann einen Stiefvater. Ja. Warum? Ich hatte auch eine Stiefmutter, weil beide Teile wieder geheiratet haben oder dann nach dem Krieg geheiratet haben. Beziehungsweise kurz vor dem Zusammenbruch. Mein Vater wurde dann in Hamburg 1943 total ausgebombt. Und hat sich dann in seine Heimat nach Bayern wieder zurückgezogen und wollte zwar, dass ich ihn sein Geschäft wieder aufbaue, weil ich in Hamburg geblieben bin. Import, Export? Import, Export. Und das war ja damals nur möglich in Form von sogenannten Mangelberufen und habe ihn dann registrieren lassen als Lackierer und Anstreicher. Mhm. Das ging dann, aber er wollte dann nicht mehr. Außerdem waren die Würste in Passau besser als damals hier im Norden. Das ist auch schön. Sie sind zum vierten Mal verheiratet. Ja. Würden Sie Sie sich selber als einen Lebemann bezeichnen? Nein. Ich lebe sehr gerne, das streite ich nicht ab. Ich trinke gerne einen guten Tropfen, ich esse gerne und sehr gut. Ich glaube nicht. Das erste Mal habe ich zu früh geheiratet. Einfach zu früh, mit 20. Da lässt sich, wenn man auch beruflich vorankommen will, lässt sich eine Ehe nicht aufbauen. Das ist unmöglich, in dem Beruf schon gar nicht. Die zweite Ehe war wesentlich kürzer, weil da eine Afrika-Eskapade dazwischen kam und meine damalige Frau nicht mit runter wollte an den Kilimandscharo. Ich hatte keine Absicht, die dahin zu verschleppen. Ich wollte sie nur mal zeigen. Ich war fasziniert davon. Und, erwarten Sie, dass Frauen Ihnen folgen? Nein, aber ich hätte ganz gerne, dass sie an meinen Interessen teilhaben oder an meinen Interessen auch ein bisschen selber interessiert sind. Sie hatten mal eine Affäre, es ist bekannt, ich verrate kein Geheimnis, mit Marilyn Monroe. Ja. Gab es in der Affäre so etwas wie ein bestimmtes Geheimnis oder war das eine Affäre nur unter vielen, wie die halt im Leben so vorkommen? Das war eine, wie soll ich das sagen, das blieb also völlig unter den Tisch gekehrt, mehr oder weniger. Mein Zahnarzt damals in Hollywood war ein Nachbar von der Marilyn. Und so haben wir uns beim Tennisspielen kennengelernt. Hatten Sie Ehrfurcht? Ich war schon damals fasziniert von der Frau. Sie war damals schon berühmt, Marilyn Monroe. Mehr oder weniger, ja. Was heißt mehr oder weniger? Sie war berühmt. Darf ich Sie fragen, wie man als Horst Frank eine Marilyn Monroe angebaggert hat? Indem man gut Tennis spielt. Ein Geheimnis geben Sie preis. Das dauerte nicht allzu lange. Sie hat sich umgebracht, oder sind Sie sicher, sie hat sich nicht umgebracht? Ich habe das Gefühl, also so wie ich sie kenne, ich glaube nicht, dass sie sich umgebracht hat. Sie war ein bisschen, stand dem Leben, dem Realismus ein bisschen sehr fremd gegenüber. Oder hatte da eine gewisse Wand aufgebaut. Aber sie war ein sehr fraulicher, femininer, weicher Typ eigentlich. Was meinen Sie damit, labil? Labil, ja, ein bisschen. Und Labilität darf man in diesem Beruf nicht zeigen. Viele behaupten, Marilyn Monroe ist von Männern ausgenutzt worden in solchen zahllosen Affären. Glauben Sie das auch? Das kann schon sein. Aber es kommt ja immer darauf an, ob man sich ausnutzen lässt. Und da wird das ja schon so ein bisschen fragwürdig. Kann man das sagen, wenn man labil ist? Ja, doch. Sind Sie selber auch labil? Ja, doch. Ja. In welcher Hinsicht? Ich bin also sehr einfühlsam und bin... meine Toleranz anderen gegenüber lässt sehr, sehr viel zu. Nur wenn man anfängt, mich als dumm zu verkaufen, dann werde ich rabiat. Hm. Verstehen Sie? Ich denke darüber nach, ja. Hm. Wenn es um die Frauen in Ihrem Leben geht, Sie sind ja jetzt mit Ihrer Frau Brigitte schon länger verheiratet und sehr glücklich, was man liest. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Dann haben Sie aber lange gesucht. Ich habe lange gesucht. Um das zu finden. Ja. Wie wichtig ist Sex für Sie? Nicht mehr. Es ist nicht mehr das Entscheidende. Er war mal sehr wichtig. Als Selbstbestätigung? Nein. Als was dann? Nein, das ist gar nicht. Das ist eine gewisse Triebhaftigkeit. Ich war immer ein sehr triebhafter Mensch. Waren Sie nicht stolz auf Ihre Eroberung? Doch, natürlich. Ich habe die Frauen ja immer geliebt. Es konnten gar nicht genug werden. Aha. Wenn sie dann noch Mandelaugen hatten und was, schöne lange Beine, und dann war das sofort passiert. Sie haben eben von Ihrer sind ein begeisterungsfähiger Mensch, und Sie haben eben von Ihrer Begeisterung für Afrika erzählt. Sie haben ja einige Jahre dort gelebt als, ja als was eigentlich? Farmer ist der falsche Ausdruck. Naja, ich habe Ackerbau und Viehzucht betrieben, und immer wenn ich einen Traktor brauchte, habe ich natürlich einen Film gemacht. Aber wenn Sie sagen Ackerbau und Viehzucht, also Sie sind nicht hinterm Flug her durch die Felder, sondern Nein, ich habe drauf gesessen. Wir waren damals schon motorisiert. Also erstens das, und zweitens waren Sie ja, stimmt das, dass Sie 1500 Angestellte hatten? 1500, ja. So viel wie Rinder. Das ist ein böser Satz, Herr Frank. Nein, das ist kein böser Satz. Aber die Menschen mussten gepflegt und gehandelt werden, und die Tiere mussten es auch. Was um alles in der Welt muss man an Land haben, damit 1500 Menschen das bestellen? Das waren ja an die 15, 16, 17.000 Hektar. Aber die gar nicht ausschließlich nicht benutzt wurden. Es gab sogenanntes Kulturland, und dann gab es Felder, die vor 20 Jahren mal bestellt worden waren und die man erst wieder herrichten musste und sie nutzbar machen musste. Und, was haben Sie da gesucht zu der Zeit? Ich wollte eigentlich, ich habe da ganz dumm einen Film gemacht. Ein halbes Jahr vorher hat Hardy Krüger dort auf dem Land gedreht. Und diesen Film hat Tare mit Johnny Wayne und Elsa Martinelli. Und da bin ich da runtergekommen und habe dort einen Film gedreht, und mich hat das Land fasziniert. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ich hatte kein Gefühl, ich werde ja immer betitelt als der erste Aussteiger, das stimmt nicht. Ich bin ja nicht ausgestiegen in dem Sinne. Ich wollte einfach nur wissen, das ist mein Charakter, das ist meine Veranlagung, kann ich einen Nagel in die Wand hauen? Kann ich einen Baum anpflanzen, der wächst? Und kann ich etwas organisieren? Ich wollte nicht immer Shakespeare und Goethe lernen und dann das wiedergeben als Handlungsreisender, sprich Produzent, Autor und sprich Konsument, Publikum und dazwischen ich. Das war mir damals zu wenig. Ich versuche mir das vorzustellen. Sie als erfolgreicher Schauspieler gehen in ein solches Land, besitzen sehr viel von diesem Land, haben ganz viele Angestellte. Das war ja ein Gefühl wie ein kleiner König. Naja, also, Sie dürfen ja alles, sicherlich, aber Afrika ist nicht das Land, an das man sich gewöhnen kann. Man kommt hin und liebt es. Und man hat natürlich ein sehr erhabenes Gefühl, aber die Natur lässt es nicht in den Himmel wachsen. Sie fühlen sich ihr gegenüber so klein mit Hut. Sie können noch so viel Land besitzen. Aber so viele Menschen um einen rum sorgen doch dafür, dass man wieder sich ein Stückchen höher und größer fühlt. Ja, ich weiß, ich will den Eingeborenen nichts nachsagen, aber ich hatte 15 Houseboys. Aber das nicht, weil ich Horst Frank war, sondern der die Hühner fütterte, der konnte ihnen die Eier nicht wegnehmen. Und der mein Bett machte, konnte keinen Staub wischen. Es waren zur damaligen Zeit weitgehend alle Spezialisten. Daher auch diese Summe Leute. Und dass man für verschiedene Arbeiten auch ganz verschiedene Menschen brauchte. Das wäre ein sehr, sehr langer Prozess geworden, wenn ich nach 6 Jahren nicht wieder weggegangen und heute noch da wäre, wäre es, glaube ich, heute noch nicht erreicht, die Menschen auf einen vielschichtigen Weg zu führen. Ich darf nicht vergessen, dass dieses Land ja auch heute noch zu 90% aus Alphabetentum besteht. Und sie können nicht. Haben Sie das Gefühl, Sie haben für die Leute was getan? Ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich habe, sie kamen immer meistens nachts zu mir und sagten, Abariaku, Dauer. Sie wollten Medizin. Und dann habe ich eigentlich ein Vermögen an Aspirintabletten verfüttert, bis ich dahinter kam, dass sie ihnen schmeckten. Und bin dann auf die billigeren Pfefferminzbonbons umgestiegen. Und sie können ja nach wie vor in den Ländern dieser Welt auf jeden Fall mehr erreichen mit ein paar Meter Hansaplast als mit einem Scheck. Ihnen ganz einfach Selbstbewusstsein zu vermitteln, ihnen mit ihren Mitteln beizubringen, mit ihren Mitteln wohlgemerkt,
Nicht mit unserem Motorsägen und... Das war eine bestimmte Phase in Ihrem Leben. Gab es da eine Frau an Ihrer Seite oder waren Sie da alleine? Da war ich ganz allein. Herr Frank, Sie haben ein Gedichtband rausgegeben, der heißt, wenn ich im Spiegel mich beschaue. Ja. Haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ich möchte Ihnen diesen Spiegel vorhalten. Oh Gott, na ja, geht noch. Gucken Sie sich mal in die Augen. Mhm. Was sagen die Ihnen? Da liegt sehr viel Skepsis drin. Oder? Skepsis? Ja, Skepsis. Sie sollen als Kind geschielt haben, stimmt das? Ja, und wie? Tatsächlich? Ja. Sie haben so viel erlebt. In Bangkok gibt es sogar eine Straße, die heißt nach Ihnen. Frank Road. Frank Road. Ja. Bisschen in der Peripherie. Und ist auch nicht unbedingt eine Durchgangsstraße. Auch ein Zeichen, das Sie hinterlassen haben. Ja, ich habe überall meine Spuren hinterlassen. Oder Gott sei Dank. Oder wie. Warum sehen Sie dann relativ müde aus? Das will ich Ihnen gerne sagen. Ich bin heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden. Nee, ich meine nicht die ganz vorne, die Müdigkeit. Ich lebensmüde meine. Ja, lebensmüde wäre jetzt übertrieben. Aber es gibt eine bestimmte Spur, wenn ich Ihnen ins Gesicht gucke, wo ich denke... Ich habe ein Leben mir, liebe Bettina. Ich habe ein Leben hinter mir, wo andere 3 dafür brauchen. Macht ich habe das, immer sehr intensiv gelebt. Macht das dann eigentlich irgendwann satt oder kann man den Hals nicht vollkriegen? Nein, ich würde mich bezeichnen, dass ich den Hals nicht vollkriege. Gesättigt hat es mich noch lange nicht. Soweit fürs Erste, Herr Frank. Spannend, ja, mit Ihnen zu reden. Ach, er bringt Sie jetzt raus. Ich begrüße den zweiten Gast und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ja. Sie kriegen natürlich noch... Dankeschön, das ist der nächste. Sie kriegen was um die Ohren, oder was? Ja, Sie kriegen was um die Ohren, genau das. So, oh, Musik. Wunderbar. Musik ist an. Prima. So, das war die erste Runde, jetzt kommt die zweite. Gedanklicher Umschnitt. Er sollte mal eine höhere Kfz-Steuer bezahlen. Und außerdem fällt er im Bundestag als einer unter vielen trotzdem irgendwie ziemlich auf. Und das mag nicht nur daran liegen, dass er Schwierigkeiten hat, klares Hochdeutsch zu reden, manchmal ins Schwäbische fällt, sondern vielleicht daran, wie er sich selber nennt. Er nennt sich selber nämlich den Spätzle-Türken. Betrifft Cem Özdemir. Herr Özdemir, kommen Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich muss mich erst noch erholen von der Musik. War das so laut da hinten? 70er Jahre und das Ganze auch noch irgendwie instrumental. Musik meiner Jugend. Ah, dann ging das ja schon richtig gut ab. Herr Özdemir, wir machen erstmal hier den Fragebogen. Alter? 29. Das schwebelt schon so ein bisschen, ne? Schon den 29? 29 bei mir, 30 für meine Eltern, weil in der Türkei wird anders gerechnet. Ach so. Da zählen die Lebensjahre. Kriegen Sie ja 2-mal Geschenke? Leider nein. Geburtstag bleibt der gleiche. Größe? Soweit mir bekannt 1,89 oder nee, 86 oder sowas in der Drehung. Gewicht? Irgendwas so um die 65. Nicht so viel, ne? Meine Freunde sagen immer jedes Mal, wir sind ein bisschen dünner. Sternzeichen? Sternzeichen ist auch wieder etwas kompliziertes, wechselt bei mir genau an dem Tag, an dem ich geboren bin. Hier bin ich Schütze, in der Türkei bin ich Steinbock. Aha. Haben Sie ein Haustier? Wir hatten Haustiere früher, Katzen, Hamster, nee, Hamster nicht, aber Meerschweinchen, Hasen hatten wir mal, Wellensittiche, oh Kanarien, jetzt nichts mehr. Also quasi einen kleinen Zoo, okay. Ja. Gibt es eine Fernsehsendung, die Sie nie verpassen? Ich schaue eigentlich relativ gern die Tagesthemen an, wenn ich irgendwie dazu komme. Oder Monty Python, wenn das irgendwie läuft, Flying Circus. Wo wird am meisten gelogen? In der Politik, im Showgeschäft, im Privatleben? Eindeutig im Privatleben. Welchen Teil der Zeitung überschlagen Sie? Den Sportteil, muss ich gestehen. Die nächste Frage ist Ihr Lieblingsfußballverein. Mein Lieblingsfußballverein natürlich als Lokalpatriot, in Dingen VfB Stuttgart. Klar. In der Türkei dann Galatasaray. Ah ja. Für wen würden, so hieß ja hier auch mal die Basketballmannschaften aus Leverkusen, wenn ich mich sehr irre. Genau, die gab es auch mal. Für wen würden Sie besonders gerne mal türkisch kochen? Für Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, für Caroline Reiber oder für Loriot? Ah, ich glaube, ich würde Loriot vorziehen. Führen Sie manchmal Selbstgespräche? Ja, regelmäßig. Wie heißt Ihre Friseuse mit Vornamen? Wechselständig, habe keine Feste. Jetzt habe ich gerade jemanden privat, wo man das macht. Die Frau eines Freundes. Aha, Schwarzarbeiter. Wenn, nee, wen hätten Sie am liebsten als Wahlkampfhelferin? Ilona Christen, Else Kling, Steffi Graf? Steffi Graf. Hat einen guten Aufschlag, ne? Mhm. Powerfrau. Füllt mir die Seele. Die, bitte?
Die wird mir die Seele füllen. Ach, ich habe jetzt verstanden. Seele. Ich dachte, nein, die Seele. Das ist allerdings richtig. Sehr clever. Die größte Lüge, die Politiker den Bürgern erzählen. Wir sitzen alle im selben Boot. Alle Macht geht vom Volke aus. Oder wir sollten alle den Gürtel enger schnallen. Das Letzte, mit dem Gürtel enger schnallen. Mhm. Vervollständigen Sie bitte den Satz, schaffe, schaffe, Häusle baue. Hoffentlich sind die Schulden bald abzahlt. Ja, hier steht, und nicht nach der Mädle schaue. Ich weiß nicht, was steht. Jetzt, ja, das ist die Originalfassung. Ich habe es jetzt gerade etwas aktualisiert auf unser Verhältnis. Weil wir haben auch ein Häusle gekauft und zahlen jetzt fleißig Schulden ab. Kommen Sie zu mir. Ihre Eltern haben ein Haus gekauft oder Sie? Meine Eltern. Also, wir zusammen. Genau. Wir unterscheiden da nicht so. Zu Hause. Können Sie sich an den Tag erinnern? Sie waren, die letzten Wahlen waren... Sehr. Ja. Jetzt rücken wir mal gleich in den... Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Freue mich sehr. Kennen Sie sich schon? Nein, noch nicht. Noch nicht persönlich? Nein, ich kenne nur sein Gesicht. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Ja, sehr schön, oder aus dem Kino? Die letzte Serie, an die ich mich erinnern kann, war Tim Thaler. Oh Gott, ja. Ja. Das ist auch schon ein paar Takte her, Tim Thaler. Aber das blieb mir irgendwie... Er hat sicherlich eine Wiederholung gesehen. Ja, ja. Sehr diplomatisch. Er muss damals so klein gewesen. Aber es blieb mir irgendwie im Gedächtnis, dieses Tim Thaler. Der Gesichtsausdruck von Ihnen, ich kann den nicht vergessen. Nein. Können Sie sich erinnern, Herr Frank, als Sie in der Zeitung gelesen haben, ein gebürtiger Türke zieht in den Deutschen Bundestag? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gelesen, aber ich bin froh darüber. Gut, wir wollen gemeinsam über ein Thema reden, nämlich über den Begriff Heimat. Ja. Sie haben viele, viele Jahre Ihres Lebens ganz bewusst im Ausland nicht nur verbracht, sondern richtig gelebt. Mhm. Vielleicht ein Stück Heimat gesucht, dem werden wir nachgehen. Ja, und Sie sind als Türke geboren und haben sich entschieden, Heimat ist eigentlich Deutschland. Also ich will zumindest diesen deutschen Pass haben. Und das finde ich ziemlich spannend, dem nachzugehen. Denn der Begriff Heimat ist ein sehr, sehr schwieriger. Aber dann haben wir was aus. Gibt es eigentlich im Türkischen, Herr Özdemir, einen Begriff, den Begriff Heimat? Gibt es. Da gibt es aber verschiedene. Je nach politischer Couleur kann man da verschiedene wählen. Memleket, Vatan, da gibt es verschiedene. Mir gefällt der Begriff Memleket sehr. Das ist was so, heißt der? Das heißt Heimat. Also nicht Vaterland, sondern Heimat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Schauen Sie mal hier, ein kleines Heimkino für Sie. Wenn Sie bitte vorne Platz nehmen. Ich würde Sie nämlich jetzt bitten. Ja. Moment, ich habe was vergessen, nämlich meine kleine Fernbedienung. Ich würde Sie nämlich jetzt bitten, zu Motiven, die wir rausgesucht haben, zu deutschen Motiven, spontan zu sagen, welche Assoziation geht Ihnen durch den Kopf? Aha. Da haben wir schon mal, mein Kopf muss da raus. Die klassische Rheinromantik. Das ist die Strecke, die ich regelmäßig fahre mit dem Zug. Ist nicht wahr. Mir fällt dazu nur Wein ein, guter Wein. Ja, gut. Das Brandenburger Tor, Herr Özdemir. Da war die konstituierende, da war der erste Tag als Abgeordneter, habe ich hier verbracht. Da bin ich den Weg abgelaufen. Was haben Sie dabei irgendwas gefühlt? Ja, ein Einschnitt, eine Zäsur, dass sich wirklich was verändert. Die Tatsache, dass man doch was verändern kann. Trotz aller Kritik, dass es möglich ist, was zu verändern. Herr Frank? Wunderbar, es sieht sehr gut aus ohne Mauer. Und ja, der Maler müsste mal ran. Ja. Ja, oh, das. Ja, das bin ich. Bier und Korn, ja, wunderbar. Ich habe die Frauen immer bewundert, wie sie das schaffen, also so viele Biergläser zu stemmen irgendwie. Das ist schon irgendwie eine Mordsleistung. Ja, sie müssen sich ja auch die Kunden vom Leib halten. Stimmt. Hier, der deutsche Sieg. Mhm. Litti und Lothar Matthäus sehen wir vorne. Herr Özdemir, VfB Stuttgart haben Sie gesagt, ist Ihr Verein. Ja, mir geht es immer so, also wenn Nationalmannschaftsspiele sind, wenn die Türkei gewinnt, bin ich für die türkische Mannschaft. Wenn die Deutschen gewinnen, bin ich für die deutsche Mannschaft. Das war aber jetzt eine diplomatische Antwort, aber hallo. Bin ich immer auf der richtigen Seite. Herr Frank. Ja, was soll mir dazu einfallen? Das sind die Matadoren von heute. Das Früher stimmt. haben sie das uns die Pferde ausgespannt heute. Ja, das finde ich ja grauenvoll. Das ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, damit diese Dinge so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Das ist ja makaber, diese Kühe da vorne. Ja, wenn die noch lange da stehen, werden die lila, aber egal. Ein Bild aus der Vergangenheit, die deutschen Trümmerfrauen. Herr Frank, das ist eher Ihre Zeit. Das ist meine Zeit, ja. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Und deutsche Trümmerfrauen, Hut ab vor diesen inzwischen ja teilweise schon gar nicht mehr vorhandenen Damen. Und das war eine tolle Zeit, wo wir wirklich das in die Hand nahmen und alles wieder aufbauen. Herr Özdemir, jetzt werden Sie natürlich von mir auf den Arm genommen als Schwabe, ne? Trautes Heim, Glück allein. Also da steht ja selbst der Baum da vorne wie ein Zinnsoldat, ne? Ja, allerdings, ist das deutsch, Herr Frank? Nein, ich glaube nicht, dass... Ja, ist ein Klischee von Deutsch. Es ist ein Klischee von Deutsch. Es ist nicht ungeheuerlich neureich und uncharmant. Ja, es wirkt nicht so einladend, nein. Ne? Herr Özdemir.
ist auch ein Teil Deutschland, aber nicht der einzige und vor allem nicht die Mehrheit. Ja, Gott sei Dank. Und mich kommt das kalte Grausen an, wenn ich das sehe. Noch mal was Heimeliges. Nett. Nett. Wir könnten das ein bisschen vertiefen. Ja, ich meine, genug Vergnügungssteuerpflichtig ist es nicht, aber... Ja. Nett, ich belasse es dabei. Ist in Ordnung. Herr Frank, fällt Ihnen dazu noch was ein? Ja, mir fällt auch nett ein und ich möchte die Blumen mal begießen. Gut, meine Herren, das waren typisch deutsche Motive. Das war unser kleines Heimkino. Und jetzt würde ich Sie hier zu mir rüber bitten. Geh mal vor. Nee, bitte. Hörst du mir, Sie müssen auf jeden Fall auf diesen Stuhl. Bedanke mich. Das haben wir genau geplant. Mhm, vielen Dank. Ja, Heimat ist ein schwieriger Begriff. Wenn Sie den hören, der Sie schon so viele Städten länger auch bewohnt haben, belebt haben, was geht Ihnen bei Heimat durch den Kopf? Was für ein Gefühl, was für Begriffe, Menschen? Ja, ich bin ein Deutscher. Und ich bin es auch mit Überzeugung. Und ich meine, dass auch der Deutsche gewisse Werte hat, die er, so ein freudscher Versprecher, die er nach außen tragen sollte. Können Sie mal zwei, drei Werte benennen? Toleranz, Freundlichkeit. Und wenn ich in ein fremdes Land kam, und ich habe ja die ganze Welt bereist, das Erste, was ich in der heimischen Sprache lernte, in der einheimischen Sprache, war ein freundliches Guten Tag, ein Dankeschön und ein Bitte. Selbst wenn es Chinesisch war. Mhm. Danke, Achim. Es ist mir der Begriff Heimat. Was geht Ihnen durch den Kopf? Sind das abstrakte Begriffe oder ist das eine konkrete Vorstellung? Manche Leute denken bei dem Geruch von Apfelkuchen an Heimat. Mir geht es immer so, wenn ich meine Eltern besuche. In der Stadt, in der sie wohnen, schwäbische Kleinstadt, im Herzen der Schwäbischen Alb. Da verbinde ich schon irgendwie heimatliche Gefühle damit. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da habe ich sehr viele Freunde, da kenne ich sehr viele Leute. Wenn ich durch die Straße laufe, die Leute mich irgendwie kennen und grüßen, das ist einfach ein schönes Gefühl. Das heißt, aus Ihren Worten schließe ich, das ist so ein Stück Geborgenheit, den Sie mit dem Begriff Heimat verbinden. Ja, wo man sich auskennt, wo man Freunde hat, wo man sich wohlfühlt. Ja, Sie sind zwar, Sie haben es ja verraten, 66, aber ich vermute mal, bei den Jahrzehnten, die Sie im Ausland verbracht haben, hat Herr Özdemir ungefähr so den gleichen Anteil an Jahren, die er in Deutschland verbracht hat. Also es wird sich wahrscheinlich ungefähr aufs Gleiche belaufen. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Kindheit, da kann man ja erstmal gar nichts für. Kindheit passiert einem ja erstmal. Sie haben schon ein bisschen von Ihren Eltern erzählt. War es denn zu Hause wichtig, auch ein türkisches Gefühl zu behalten über bestimmte Zeremonien, über bestimmte Symbole? Und wenn ja, welche waren das? Also meine Eltern haben mir eigentlich immer versucht, also die türkische Kultur, sofern man davon sprechen kann, immer zu vermitteln. Das heißt, sie haben mir einen Einblick gewährt, sie haben mich auch mal mitgenommen in die Moschee, sie haben mir die Feiertage erklärt und so weiter. Und die Verwandtschaftsbeziehungen haben mir gepflegt. Aber was sie mir immer zugelassen haben, ist selber die Entscheidung zu treffen, was mir davon gefällt und was mir davon nicht so gefällt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und diese Entscheidung auch zu äußern dann. Ja. Diese Entscheidungsmöglichkeit einzulassen. Haben Ihre Eltern denn viel von der türkischen Heimat, Ihre Eltern hatten ja noch eine türkische Heimat damals, von der gesprochen? Ja, natürlich. Also meine Mutter hat mir immer sehr viel erzählt von ihrem Großvater. Das war ein Offizier in der türkischen Armee und von ihrer Großmutter, also von ihrer Mutter, meiner Großmutter. Das war eine der ersten Polizistinnen in der Türkei. Ach. Und für sie war das immer sehr wichtig. Immer wenn Deutsche kamen, es gibt nichts Schlimmeres, was mir antun kann, als wenn jemand kommt und sagt, Frau Özdemir, Sie können doch glücklich sein, dass Sie jetzt in Deutschland kein Kopftuch mehr tragen müssen. Da gerät sie völlig außer Fassung, weil sie noch nie im Leben Kopftuch tragen musste. Ja. Und auch ihre eigene Mutter hat in der Türkei als Polizistin das Kopftuch abgelegt und war, wie gesagt, Polizistin zu einem Zeitpunkt, wo es das in Deutschland noch nicht gab. Und sie hat dieses Bild immer dabei, in ihre Änderungsschneiderei, immer wenn Kunden kommen und sagen, Frau Özdemir, jetzt sind sie aber glücklich, dass sie kein Kopftuch mehr tragen müssen, dass ihr Mann sie hier nicht zwingen darf. Dann zeigt sie dieses Bild und sagt, wo war ihre Mutter in der Zeit? Meine Mutter war damals Polizistin. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das ja so eine positive Bestärkung im Heimatgefühl. Sind Sie das ist ja auch eine ganz oberflächliche Bemerkung und Beanstandung oder Reaktion darauf. Naja, in Ihrer Zeit, als Sie jung waren, Herr Frank, gab es ja auch viele Symbole. Es war die NS-Zeit, in der Sie groß geworden sind. Ja, und da wurde natürlich mit dem Begriff Heimat auch ziemlich viel Schindluder getrieben. Nicht nur ziemlich viel, sondern auch ganz grausamer. Ja, ausschließlich. Ne? Was war es denn nach dem Ende
des sogenannten tausendjährigen Reiches. Hatten Sie da das Gefühl, also von Heimat will ich überhaupt nichts mehr wissen? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich bin, glaube ich, so beeinflusst worden. Ich sage nicht Erziehung, wie wir vorhin gesprochen haben. Da war mit der Erziehung war da nicht viel los, denn die Einflüsse von außen waren derartig konkret und für mich auch belastend, das dauernd so rumzulaufen. Und ich hatte mir mal die Schulter gebrochen und war bis hierhin eingegipst. Nee, der Arm war so. Und wurde dann angesprochen auf der Straße. Was heißt angesprochen? Wurde angeflammt. Können Sie mich ordentlich grüßen? Es war einfach. Erstmal war es eine Befreiung, als es zu Ende war. Für mich jedenfalls. Eine absolute Befreiung. Man hat das also abgelegt wie ein getragenes Hemd oder einen alten Anzug. Aber es gab doch bei Jungen, also bei Jugendlichen, auch sicherlich ganz oft eine starke Verführung zur Identifikation. Haben Sie sich vorher im Dritten Reich denn von dieser zum Teil ja vorhandenen oder gespielten Begeisterung mitreißen lassen? Ja, das ist mein Führer, das ist mein Wert, das ist mein Deutschland. Das kann ich nicht abstreiten. Der ganze Werdegang eines jungen Menschen fing ja mit 10 Jahren im sogenannten Jungvolk an. Und dann kam man mit 14 in die sogenannte HJ, Abkürzung von Hitlerjugend. Und da habe ich mich für die Fliegerei entschieden. Es gab die Motor-HJ, es war Reiter-HJ, was da alles gab und pipapo. Und das war natürlich für uns junge Burschen, sie wurden ja systematisch verblendet. Und gerade diese sportlichen Betätigungen haben sie ja mehr begeistert als sonst etwas. Ja. Und ich bin ja dann auch noch, durfte dann ja auch noch für Herrn Hitler in eine Messerschmitt steigen und bin noch 5 Einsätze geflogen mit der Maschine. Das war Sport. Töten war Sport. Ich glaube, es macht zwar schwer, im Nachhinein zu entscheiden, wie man sich selber verhalten hätte in so einer Situation. Ja, das sowieso. Und es ist ja auch so, das sagte ich ja auch vorhin schon, also Kindheit ist ja erstmal was, was einem passiert und man merkt an gewissen Stellen, Moment, was läuft denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich und möglicherweise nicht normal? Und sie wurden ja regelrecht dazu erzogen, ihre Eltern, ihre eigenen Eltern in sogenannten politischen Schulungen als Messer zu liefern. Aber was war denn später bei Ihrem Leben, das ja quer durch die Welt ging oder um die Welt ging, was waren denn bestimmte Punkte, wo Sie gesagt haben, jetzt fühle ich mich eigentlich zu Hause, ob das nun in Afrika war, ob das in Italien war, in den Vereinigten Staaten, wo auch immer. Wann stellte sich so ein Gefühl ein? Das ist ganz einfach. Die ganze Jugend war wie unter einer Glasglocke, unter einer Käseglocke. Und nun kam man raus in die Welt. Es gab andere Ansichten, es gab andere Kulturen. Und die Welt kam zu uns, darf man auch nicht vergessen. Und die man kennenlernte, von denen man vorher nichts wusste. Wer wusste denn was von Albert Einstein oder gut mit der Relativitätstheorie, aber wer wusste von all diesen Dingen, Gandhi und Dings, und wussten was von Goethe und wenn es hochkam, noch von Shakespeare. Und nun kamen plötzlich Menschen auf einen zu, mit ihren ganz eigenen Problemen und mit ihren ganz eigenen kulturellen Belangen und Wünschen. Und das war für mich als würde man ein Füllhorn über mich ausschütten. Also Erlebnis hatte viel auch mit Heimat zu tun. Sie haben sich, darf ich, Entschuldigung, ich muss immer mal hin und her gucken, wie das in ganz verschiedenen Zeiten gewesen ist. Sie haben sich irgendwann entschlossen und gesagt, ich will jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Was war da der Anlass, nach einer Jugend unter bestimmten Einflüssen zu sagen, das ist meine Entscheidung? Man muss es ein bisschen trennen von der Heimatfrage, weil also der Pass macht für mich nicht die Heimat fest. Aha. Die Heimat macht für mich fest, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine Freunde habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Der Pass ist nochmal was anderes. Der Pass war bei mir zweierlei. Zum einen wollte ich dem Wehrdienst entgehen. In der Türkei gab es damals die Alternative Zivildienst nicht, gibt es auch heute noch nicht. Und zum anderen war es so, dass mir klar war, wenn ich hier lebe, möchte ich hier auch mitwirken, möchte ich hier auch mitbestimmen. Und das heißt natürlich auch, dass ich die Möglichkeit haben möchte, gewählt zu werden und zu wählen. Und es geht eben nun mal nur über den deutschen Pass. Und darum war für mich die Entscheidung klar, dass ich die Staatsbürgerschaft beantragen möchte. Gehört für Sie, Sie haben es vorhin gesagt, schaffe, schaffe, Häuslebauer, gehört für Sie dieses Heimat sich selber schaffen dazu, dass Sie sagen, das ist ein Haus, möglicherweise auch ein Grundstück, wo ich mich niederlasse? Ja, er hat etwas sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, Heimat ist für ihn das, wo seine Freunde sind, wo er sich wohlfühlt. Und ich habe mich auf meinen ganzen Reisen und
und die ging ja nur ein paar Mal um die Welt, immer dort wohlgefühlt, wo ich freundlich behandelt wurde, wo ich akzeptiert wurde. Natürlich musste ich mich anpassen. Ich konnte nicht von vornherein sagen, hoppla, jetzt komme ich. Das ist auch der Slogan eines ganz anderen Schauspielers. Gott hab ihn selig. Aber wo Sie sich wohlfühlen, ist letzten Endes Ihre Heimat. Ich vermute mal ganz stark, Herr Frank, so mancher Türke oder manche Türkin hat auch die Erfahrung in Deutschland gemacht, in dem Land, wo er oder sie geboren wurde, dass er nicht immer gerade willkommen geheißen wurde. Gab es in solchen Situationen das Gefühl, jetzt bin ich zerrissen, jetzt weiß ich gar nicht, man will sie mir nehmen? Das ist schon so, aber man glaubt, man darf es auch denen nicht überlassen, denn sie haben nicht die Definitionsgewalt. Also diejenigen sagen, ihr gehört nicht dazu, die haben nicht die Definitionsgewalt. Also Heimat muss man sich schaffen. Wir sind jetzt auch hier und wir sind Bestandteil dieses Landes. Das ist mir nie passiert, in meinem ganzen Leben nicht. Das ist mir weder in China passiert, noch in Australien, noch in Südamerika, dass jemand Front gegen mich macht. Na Herr Frank, Sie waren ein berühmter Schauspieler oder sind ein berühmter Schauspieler. Ja, aber doch nicht in China. Na gut, aber Sie sind aufgetreten sicherlich als Mann von Welt mit Geld. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zu einem Türken in Deutschland, der aufwächst. Also das glaube ich schon, dass man da natürlich leichter irgendwas entgegengesetzt wird. Ich glaube, das ist Geld ist keine unwichtige Sache. Wenn Sie kein Geld haben, können Sie auch kein Streptomycin kaufen. Aber was Sie auch damals gar nicht konnten, mit Geld imponieren. In diesen Ländern. Dann hat man sie von vornherein schon nicht akzeptiert und das war gut so. Ich habe das auch nie vor mir hergetragen, dass ich ein paar Mark in der Tasche hatte. Sie haben ja jetzt mir vorhin verraten, durch Zufall eigentlich, dass Sie Ihren Alterssitz auf Hawaii wählen. Ja, möchte ich gar nicht. Alterssitz hat ja auch was mit Heimat zu tun. Was ist es da? Da ist es die Sonne. Und, was Sie auch nicht verbergen. Nein, das verbergt keineswegs. Es gibt auch Zeiten, wo ich grauer aussehe als das Wetter draußen. Bei uns, es ist die Freundlichkeit der Menschen. Ich meine jetzt nicht Honolulu, es gibt auch noch Gegenden, wo keiner auftaucht. Nicht? Und die Ruhe, es gibt die Gelassenheit, dieses sich nicht herausputzen müssen. Es reichen ein paar weiße Hosen und ein T-Shirt. Und Hummer und Obst haben sie satt. Heimat, die man sich sucht. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie in die Türkei? Mein Leben bringe ich ja mit ein. Klar. Ohne es anderen aufzuoktroyieren. Aber Erfahrung und Wissen und Erlebnisse in den Partner zu integrieren oder hineinzubringen oder ihn nahezubringen oder wie oder was, das ist eine wunderbare Sache. Ja, jeder kann es natürlich nicht für sich entscheiden, wo er das machen möchte. Erstens das und zweitens, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie mit dem, was Sie erlebt haben und an Lebenserfahrungen mit sich bringen, wenn Sie in die Türkei kommen, gibt es dann Heimweh nach Deutschland oder gibt es da auch ein Stück Heimat? Also ist auch der Begriff sozusagen durchaus doppelt verwendbar oder vermehrbar? Als Kind war es bei mir immer so, dass ich immer, wenn ich in Deutschland war, von der Türkei erzählt habe. Und in der Türkei habe ich immer von Deutschland erzählt. Also ich habe das einfach in mir drin und ich sehe das auch nicht als ein Defizit, sondern im Gegenteil. Das ist einfach auch eine Bereicherung, dass ich, wenn ich in der Türkei bin, sehr stark natürlich mit Deutschland vergleiche, weil ich da einfach nochmal einen anderen Erfahrungshintergrund habe und hier mache ich es andersrum. Und also meines Erachtens ist es so, dass die Menschen von der zweiten Generation, also die Kinder derer, die vor 30 Jahren hierher gekommen sind, hierher geholt worden sind, die haben jetzt einfach die Möglichkeit, sich aus beiden Kulturen, aus der Kultur der Eltern und aus der Kultur dieses Landes, das die sie ja kennen von Kindesbeinen, dann, sich das rauszusuchen, was ihnen gefällt. Und da auch ein bisschen was Neues entstehen zu lassen. Jetzt haben wir aus dem, was Sie beide gesagt haben, fällt mir spontan ein Begriff ein, das geht jetzt ein bisschen auf Multikulti, also aus mehreren Kulturen Einflüsse nehmen und damit umgehen. Ja, aber das eine ist wichtig bei Multikulti. Multikulti darf nicht heißen, einfach nebeneinander herleben, man weiß nichts voneinander. Das darf es nicht heißen. Multikulti heißt schon auch, dass man miteinander lebt, dass man miteinander gestaltet und dass man miteinander auch Verantwortung hat. Das heißt aber natürlich auch, dass man gewisse Spielregeln hat. Die Frage von vorher, beispielsweise Gewalt wäre so eine Spielregel. Gewalt kann man niemals akzeptieren, egal vor welchem Hintergrund. Horst Frank, Cem Özdemir, die Stunde betrifft, verging ziemlich schnell für mich. Es war spannend, mit Ihnen zu reden. Ist sie schon vorbei? Sie ist schon vorbei. Ah. Das ging jetzt aber echt schnell. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie fanden es so spannend wie ich. Wir sehen uns nächsten Freitag, wenn Sie mögen, wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen.